Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder da seid und ihr seht das erste Mal ein Japan-Quiz mit mir vor der Kamera. Was ist denn hier los? Ist das etwa ein Baumi-Kanal? Auf jeden Fall habe ich mich entschieden, die Japan-Quizze jetzt auch vor der Kamera zu machen. Ich hoffe, das gefällt euch und ihr habt ein bisschen mehr Bewegung als diese verpixelten Bilder, die ich davor reingetan habe. Und ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit der Auflösung vom letzten Video, denn beim letzten Video gab es natürlich wieder Wahrheit oder Lüge. Japanische Adoptionen war das Thema beim letzten Mal und das mit den Adoptieren stimmt halt wirklich, weil du oftmals wirklich Leute hast, die aufgrund der Karriere nicht so viele Kinder zeugen können, beziehungsweise sie haben meistens nur eins und wenn dieser eben abtrünnig wird, dann brauchst du für deine Firma einen Chef, deswegen muss dein Sohn einfach adoptiert werden, derjenige, der Chef wird. Krank, aber ist so. Der Toiletten-Lifestyle, der dazu beiträgt, dass es dort eben komplette Spülungen gibt, also vorne und hinten. Man aufheizbare Toilettensitze hat, die im Winter einfach nur göttlich sind. Audiofunktion und sonstiges, das ist ja wirklich bekannt. Genauso wie die Handys eben, weil dort sehr viel Zeit verbracht wird, sehr wasserdicht ist. Man kennt es bei Sony. Japan, ne? Kennt man. Das ist natürlich auch richtig gewesen. Und die japanische Bierproduktion, die war gelogen. Was? Die war gelogen, denn dort wird nicht inlandsmäßig groß produziert. Es wird sogar teilweise nach Deutschland, selbst die Deutschen produzieren das japanische Bier und senden es dann dahin, weil einfach die Exportwege deutlich günstiger sind. Und ja, so ist es halt normal. Kann man nichts machen. Aber ich würde sagen, legen wir direkt los mit den drei neuen Rätseln. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, denkt dran, ihr könnt in der Playlist zurückgehen und Quiz Nummer 1 anschauen. Viel Spaß mit den neuen und los geht's! Das Inemuri. Inemuri sind kleine Schlafnickerchen am Arbeitsplatz, die hier nicht so wirklich gern gesehen sind. Aber in Japan ist es genau das Gegenteil. Denn in Japan bedeutet eigentlich, wenn du ein Powernap machst, dass du gut arbeitest. Und ich meine, wer hätte sich nicht schon mal vorgestellt, dass es geil wäre, wenn das hier in Deutschland so wäre. Stehst auf einmal im Verkauf da. So eine Frau an der Rewe-Kasse oder sowas, die da auf den Band taucht. Auf jeden Fall, dort ist es sogar so, dass die Leute es teilweise faken, um vor ihren Chef gut dazustehen. Das bedeutet, die tun so, als wenn sie schlafen, weil es ist ja fleißig. Naja, was meint ihr? Wahrheit oder Lüge? Bin ich jetzt dagegen gelaufen? Oh. Mr. Kanso Restaurant. In diesem Restaurant in Japan werden Dosen serviert. Das bedeutet, du nimmst direkt aus dem Regal eine Dose, gibst sie den Restaurantbesitzer, also den Verkäufer, Koch, was auch immer, und er wärmt sie dir auf, bringt sie dir zum Tisch, du bekommst Plastikbesteck bzw. Holzstäbchen und kannst das gute Stück dann verzehren. Naja, also wenn ich einmal wieder Lust habe, exquisit zu essen, dann mache ich mir mal eine schöne Dose Ravioli warm. Mit Plastikbesteck. I'll take a potato chip and eat it. Da der November jetzt schon langsam dem Ende neigt und wir schon fast Richtung Weihnachten gehen, muss ich trotzdem noch mal ganz kurz zurückgehen, denn in Japan das Thema Halloween. Denn in Japan ist eigentlich Halloween als ein Akt der Ketzerei bekannt. Das bedeutet, es wird dort absolut strengstens verboten. Keiner möchte das machen. Aber na gut, da gehen jetzt wahrscheinlich auch die Glaubensrichtungen auseinander. Vor allem, man hat oft das Problem, dass viele Japaner das sogar eklig finden oder beziehungsweise sich da gruseln. Und ihr kennt die Japaner, die sind so höflich und trotzdem introvertiert. Das heißt, wenn du da mit einem Flecken auf dem T-Shirt rumrennst, dann wird dich keiner drauf ansprechen, weil sie dich nicht in die Situation bringen wollen, dass du dich schämen musst. Und jetzt nimm das Thema Privatsphäre. Dort wird keiner von Haus zu Haus gehen und schreien, Süßes, sonst gibt's Saures, weil du willst ja die Leute da nicht stören, bei denen, die kommen ja schon ins Haus rein und sagen, Entschuldigung, dass ich störe jetzt, ich gehe jetzt, tschüss. Und deswegen ist es gesetzlich verboten, denn es gibt viele junge Leute, die sich schon an den westlichen Trends orientieren und somit auch in Japan Halloween feiern wollen. Das geht aber natürlich nicht. Da haben sie gesagt, nee. Und jetzt seid ihr gefragt, welche Geschichte ist wahr und welche ist gelogen? Ihr Jonathan Bob. Ich hoffe natürlich, ihr ratet wieder fleißig mit. Ich bin schon gespannt, was ihr schreibt. Und nächste Woche oder beim nächsten Japan-Quiz gibt es dann die Auflösung und ein neues Quiz wie jedes Mal. Falls ihr das erste Mal dieses Format schaut, geht ruhig zurück in der Playlist auf den ersten, also auf das erste Video. Denn ich verlinke es mal hier. Moment.
Geht ruhig mal auf das erste zurück und ratet nochmal richtig schön mit. Ich wünsche euch viel Spaß. Haut rein. Sayonara!